Zwei Tims sind krank, einmal Tim Skarke und Tim Göhlert. Die konnten gestern nicht trainieren, aber da bin ich trotzdem noch der Hoffnung, dass sie spätestens heute zum Training zurückkehren. Mauri Schoscha fällt ja seit dem Trainingslager aus und alle anderen sind gesund und fit und im Trainingsbetrieb dabei. Ja, die Überzeugung ist definitiv da. Die ist auch groß, weil wir wissen alle, dass natürlich die Hertha gerade in dieser Saison eine sehr gute Saison spielt, mit sehr guten Leistungen, auch mit sehr gutem Fußball. Sie haben auch jetzt gegen Dortmund gezeigt, dass sie auch in einem Spiel dann auch sehr gut verteidigen können, haben sowieso mit, glaube ich, 21 Gegentreffer die zweitbeste Defensive. Ich habe es im Vorfeld schon öfters gesagt, in einem Spiel geht es darum, auch die Dinge einfach zu verdrehen. In 90 oder 120 Minuten diesen Glauben und diese Mentalität, die wir schon so oft gezeigt haben, hier bei uns auf den Platz bringen. Natürlich einen Hexenkessel aus der Feuchtarena werden lassen. Und klar ist auch, wir wissen um die Stärken der Hertha, gerade was die Ballzirkulation betrifft, was den Spielaufbau betrifft, sehr variabel, haben ein sehr gutes Passspiel. Legen sich den Gegner da immer mal wieder auch zurecht. Das hat man, denke ich, auch gesehen im Spiel gegen Nürnberg im Achtelfinale. Da haben sie sehr souverän gewonnen, haben den Ball sehr gut laufen lassen. Und ja, da haben wir gesehen, was wir eben tun müssen. Und mir ist es nur wichtig, dass meine Mannschaft mutig spielt, sich nicht versteckt. Wir können uns gar nicht hinten reinstellen, das werden wir auch nicht tun, sondern wir werden versuchen, auch gegen einen sehr starken Gegner unser Schicksal in die Hand zu nehmen und unsere Tugenden, unsere Stärken auf den Platz zu bekommen. Und dann bin ich überzeugt, haben wir auch eine Chance, in einem Spiel die Hertha zu ärgern und im besten Fall natürlich zu besiegen. Ja, wir müssen sie eigentlich umdrehen. Wir müssen es aus Herthas Sicht sehen. Und das haben sie ja nach der Auslosung auch so wiedergegeben, dass wir eine Art Geschenk sind. Von daher sind die Vorzeichen eigentlich eher andersrum klar. Der große Favorit Hertha und wir als der vermeintlich schwächste Gegner unter den letzten acht im DFB-Pokal. Aber wir wissen natürlich, wir haben Hertha genau analysiert und ich beschäftige mich mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, wie sie Fußball arbeiten. Und da weiß ich, dass eine Menge Arbeit auf uns zukommt. Sie haben aus den letzten 10 Spielen nur eins verloren und das gegen die Bayern. Das zeigt einfach, dass sie auch konstant sind. Und ich habe es eben erwähnt, diese Stärken, diese Qualitäten, die der Hertha hat, da sind wir uns bewusst, was auf uns zukommt. Aber nochmal, es ist ein Spiel und ich kann es nur nochmal wiederholen. Da kann man die Dinge einfach auch verdrehen und kann sich über jede Minute eine breitere Brust holen. Und das wird unsere Aufgabe sein. Also klar ist, Hertha ist sehr schwer für uns, aber im Fußball, gerade im Pokal, denke ich mal, dass die Möglichkeit da ist, zu überraschen und ja, aus unserer Sicht einen überragenden, schönen Pokalfight draus machen zu lassen. Ja, das haben wir uns ja gewünscht, dass wir endlich auch wieder zu Hause spielen dürfen. Wir haben in der Historie ein paar richtig geile Erlebnisse gehabt im DFB-Pokal. Um nur zwei zu nennen, eben der Sieg gegen Werder Bremen, der aber natürlich schon 5 Jahre zurückliegt, aber auch in der zweiten Runde damals gegen Gladbach, die in einer ähnlichen Situation zu uns kamen, wie vielleicht jetzt auch Hertha, mit wirklich Top-Spielern, ein sehr gut funktionierendes System, zu der Zeit wirklich auch ein sehr unangenehmer Gegner in der Bundesliga. Und auch da haben wir es zumindest geschafft, ins Elfmeterschießen zu kommen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir zusammen mit unseren Fans ein Heimspiel haben gegen eine Mannschaft aus der Bundesliga, die derzeit auf Platz 3 steht. Ich denke, mehr Fußball ist momentan in Deutschland auch nicht möglich, was jetzt den Gegner betrifft, der morgen gegen uns spielen wird. Auf eine wirklich ausgeprägte Mentalität und auch Siegermentalität. Natürlich haben wir auch in der Vergangenheit Spiele verloren, das wissen wir, aber vom Grundsatz her geht es darum, zu gewinnen. Erstmal egal, wer der Gegner ist. Und diese Stärke gerade zu Hause, auch im physischen Bereich, einen Gegner wirklich auch über die gesamte Spielzeit zu beschäftigen, nie aufzugeben und auch, was das Athletische betrifft, immer dagegen zu halten, das ist der erste Punkt, der für uns sehr, sehr wichtig ist. Aber es ist natürlich auch so, dass die Hertha hier nicht herkommen wird und abwarten wird, was passiert, sondern sie wird versuchen, das Heft in die Hand zu nehmen. Sie wird versuchen, das Spiel zu gestalten. Und genau darin liegt unsere Chance, nämlich an das Defensivverhalten aus der Vorbereitung insbesondere und dem letzten Spiel in Düsseldorf anzuknüpfen, aber eben auch die Gewissheit, dass wir in der Offensive immer Spieler haben, immer Situationen haben, durch schnelles Umschaltspiel zu Torchancen zu kommen. Es sind wahrscheinlich nicht so viele Chancen, die wir haben werden. Wir müssen selber schauen, dass wir extrem gut die Räume verdichten, dass wir die eigene Hälfte gute Abstände zueinander haben und immer eine gewisse Restabsicherung. Und dann eben diese Möglichkeiten, die sich uns bieten, und die wird es auch morgen geben, für uns zu nutzen. Und dann, wie gesagt,
bin ich der Überzeugung, dass wir erstens ein gutes Spiel machen können und wenn alles gut läuft, eben auch eine Überraschung landen können. Ja, wie ich es eben schon gesagt habe, in erster Linie, ich meine, es ist ja, war für uns auch ein Spiel, so ein bisschen mit Fragezeichen. Wir haben das letzte Spiel gegen Nürnberg zu Hause 3-0 verloren vor der Winterpause, hatten dann Zeit, 2 Wochen zum Nachdenken, hatten dann 4 Wochen Vorbereitung, hatten ein sehr gutes Trainingslager mit guten Testspielergebnissen, aber das zählt dann eben in so einem Spiel gegen Düsseldorf nicht. Und trotzdem war es so, dass wir oder dass die Mannschaft sehr stabil gespielt hat, dass sich jeder auf den anderen verlassen konnte. Jeder Einzelne hat seine Aufgabe erfüllt, vor allen Dingen im Spiel gegen den Ball in der Defensive. Und wir haben uns auch nicht lang bitten lassen. Eine richtige Chance hat gereicht dann, um zuzuschlagen. Und von daher war es vielleicht dann auch genau das richtige Spiel vor diesem Spiel jetzt gegen Hertha. Ja, der Kollege Pardadei hat es ja, glaube ich, gestern in der PK gesagt, dass das genau nicht passieren soll. Co-Trainer Rainer Wiedmeier kennt uns natürlich sehr, sehr gut, kommt er hier aus der Ecke. Von daher wird er sicherlich auch ein paar Informationen weitergeben können, was uns betrifft. Ich glaube nicht, dass die Hertha uns groß unterschätzt. Es verbietet sich eigentlich im Viertelfinale. Und von daher denke ich, dass wir uns darauf nicht verlassen sollten, dass uns Hertha unterschätzt. Also ich kann mich genau noch daran erinnern, wir waren 1-0 zurück und es gab Elfmeter für Bremen und es war Totenstille im Stadion. Dann hält Frank Lehmann den Elfmeter und quasi im Gegenzug machen wir den Ausgleich. Und dieser Funke, der ist übergesprungen vom Feld auf die Ränge. Und das erwarte ich auch morgen wieder von meiner Mannschaft. Jeden Zuschauer, der morgen, jeden Fan von uns, der ins Stadion kommt, da geht es nicht nur darum, einen schönen Fußballabend gegen den Bundesligisten anzuschauen, sondern da geht es darum, mit großartigem Zusammenhalt dafür zu sorgen, dass wir es schaffen, über das Spiel, über gelungene Aktionen einfach die Überzeugung groß werden zu lassen auf den Rängen, dass wir es schaffen können. Und dazu, glaube ich, werden auch morgen unsere Fans und Zuschauer die Fesseln lösen und werden die Mannschaft ja auch tragen und unterstützen in jeder Minute. Natürlich war es sehr wichtig, jetzt einen guten Start ins neue Jahr zu finden, was wir auch getan haben. Und ich glaube, bei jedem Spieler war die Vorfreude auf das Spiel zu sehen, dass endlich die Vorbereitung jetzt beendet ist und es endlich wieder um was geht. Und ich denke, wir haben einen guten Einstand geleistet und mit der gleichen Vorfreude sollten wir morgen an das Spiel herangehen. Wir gehen als Underdog ins Spiel und wir haben nichts zu verlieren, von dem her können wir alles in die Waagschale schmeißen und uns einfach nur freuen und einfach nur Gas geben. Also ich denke, in so einem Spiel ist auch einfach das Miteinander brutal wichtig, dass man sich eigentlich gegenseitig pusht, auch jetzt, wenn Fehler passieren, dass man da einfach drüber steht und der andere dann den anderen Fehler wieder ausbaut. Und auch einfach das Publikum, dass man jetzt, wie gesagt, beim Fehlpass, dass sie dich von außen unterstützen und ich glaube, das pusht einen auch enorm. Und wenn dann mal die eine oder andere gelungene Aktion dann dabei ist, dann zieht man daraus eben das Selbstvertrauen. Und wir haben, wie gesagt, keinen Grund, da ängstlich ins Spiel zu gehen. Man erwartet halt, dass Hertha weiterkommt und von dem her können wir alles reinhauen und das werden wir auch so machen. Also man freut sich überwiegend. Na klar, redet man untereinander natürlich, dass der und der Spieler die und die gute Qualität haben, aber ich denke, wir wissen, wie wir dagegen halten müssen. Man freut sich einfach nur. Und wenn wir auch unsere eigene Leistung abrufen und uns gar nicht so viele Gedanken machen, dann denke ich, dass wir ein echt gutes Spiel sehen werden. Also ich muss ehrlich sagen, in der Vorbereitung bisher spüre ich das eigentlich so wie jedes andere Spiel. Und ich denke, das kommt aber erst kurz davor, das Kribbeln, dass man dann weiß, okay, heute ist das Viertelfinale und nicht der übliche Spielalltag. Aber es hat natürlich eine spezielle Präsenz. Man ist im Viertelfinale im DFB-Pokal und ich glaube, das hat schon mal einen anderen Flair, wenn man jetzt halt, sage ich mal, im Liga-Alltag antritt. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt vor dem Düsseldorf-Spiel die Hertha jetzt noch überhaupt nicht im Kopf gehabt. Jetzt natürlich freue ich mich umso mehr. Und genau. Andere Optionen kamen für mich ehrlich gesagt nicht so großartig in Frage, weil Heidenheim hat halt eine bestimmte Philosophie, eine tolle Zielsetzung und sie haben ihre Pläne und ich identifiziere mich vollstens damit und deswegen war ich von Anfang an überzeugt, den Weg weiter mitzugehen. Und man hat ja die letzten Jahre auch gesehen, wo Heidenheim hingeführt hat und ich denke, der Weg ist noch lange nicht zu Ende und von dem her freue ich mich natürlich, diesen Schritt weiter mitgestalten zu dürfen. Das ist schon wichtig geworden für uns mittlerweile in der laufenden Runde. Ne? Wir reden da ja sehr offen drüber und wir machen da kein Geheimnis drauf, kann man überall auch nachlesen. Ne? Wir haben ein Etat von rund 20 Millionen Euro und in diesem Jahr haben wir ca. 2 Millionen von diesem Etat, also rund 10%, schon über den DFB-Pokal eingespielt. Und morgen spielen wir einfach um weitere 2 Millionen. So einfach ist das. Ne? Und was das dann für uns bedeutet, das wären halt dann 20% vom Etat. Ein bisschen anders natürlich, dann wären es 22, aber knapp drunter. Aber ich sag mal, von daher hat es eine riesengroße wirtschaftliche Bedeutung für unseren Verein. Wir sind gerade mal seit 1,5 Jahren in der zweiten Liga, sind dabei uns zu etablieren, müssen noch viele Dinge machen, auch im Bereich der Infrastruktur.
Wir haben das Geld, denke ich, gut verwendet. Unsere Geschäftsstelle wird ausgebaut. Wir bauen einen weiteren Trainingsplatz im Herbst mit Unterstützung Stadt Heidenheim. Wir wollen einen Fiebersand-Hybridrasenplatz jetzt auf dem Trainingsplatz im Sommer machen, auch im Stadion das erneuern. Und dann soll der Business Club, der Sparkassen Business Club, erweitert werden. Haufen Themen, Investitionsvolumen von 7 Millionen Euro. Falls Sie gleich fragen, was machen wir mit dem Geld? Ich hätte schon einen Plan dafür und deshalb wäre es mir recht, wenn wir gewinnen. Aber man darf es ja auch nicht einplanen, so ist es nicht. Ne? Wir haben Alternativen, selbstverständlich, um die Projekte zu realisieren, aber es wird enorm helfen, gar keine Frage. Für mich ist es natürlich auch, wie für alle anderen, ne? Wenn man im Viertelfinale steht, dann will man weiterkommen. Und ich bin da überzeugt, dass wir eine gute Chance haben, das zu schaffen. Und um nichts anderes geht es. Also wir wollen da jetzt nicht morgen einfach so vor Ehrfurcht erstarren und Viertelfinale und viel Respekt vor der BSC, Tabellen dritter Bundesliga, alles schön und recht, aber das ist gar nicht der Sinn von dem Wettbewerb. Der Sinn von dem Wettbewerb ist, die Hertha zu schlagen. Und wir sind Heimmannschaft. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass wir das auch schaffen können.